herzlich willkommen zum vierten Digital Social Summit, Tag 2. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid bei der Online-Konferenz der Zivilgesellschaft, live aus Stuttgart. Wir hätten euch natürlich total gerne hier bei uns begrüßt, auch im Studio. Wir sind also immer noch eine digitale Veranstaltung unter Pandemiebedingungen. So sieht es leider aus. Aber wir haben euch ein digitales Stuttgart nachgebaut, unsere Konferenzplattform. Die werde ich auch gleich für alle von euch nochmal erklären, die vielleicht heute zum ersten Mal dabei sind und gestern noch nicht dabei sein konnten. Aber erstmal, was haben wir eigentlich gestern gemacht? Wir sind gestern schon gestartet mit den ersten 4 Sessionreihen und hatten auch die erste Keynote schon von Lucy Bernholz. Sie sprach über die Zukunft der Demokratie und die Rolle der Zivilgesellschaft. Und sie hatte eine hoffnungsvolle Botschaft. Sie hat nämlich gesagt, wir haben, was wir brauchen. Und sie hat gesagt, also in der Zivilgesellschaft, da entstehen gerade viele Strategien, um eben den digitalen Wandel zu gestalten. Es gibt globale Netzwerke, auch die entstehen, die eben auch notwendig sind, um einen demokratischen Wandel eben auch im Sinne der Zivilgesellschaft voranzutreiben. Und gleichzeitig hat sie aber auch an uns, also die Zivilgesellschaft, appelliert, dass wir eben selber auch gestalten müssen, denn die Zivilgesellschaft weiß am besten, was sie braucht, und das betrifft eben auch rechtliche Rahmenbedingungen. Es gibt also viel zu tun im Sinne von agieren statt reagieren, und das wollen wir eben also heute auch auf diesem Summit. Deswegen freue ich mich total, wenn ihr euch mit einbringt, auch bei allen Sessions. Stellt eure Fragen, diskutiert mit, gerne auch unter unserem Hashtag DSS2022. Und damit kommen wir jetzt auch zu unserer Plattform, zum Wietzemann oben zwischen den sanften Hügeln. Da läuft nämlich unser Livestream, den habt ihr wahrscheinlich schon gefunden, es sei denn, ihr seid über Alex Berlin bei uns zugeschaltet. Im Wietzemann also der Livestream, und neben dem Livestream-Fenster, da findet ihr nochmal 2 kleine Symbole, zum einen für die Gebärden, aber auch die Schriftdolmetschung. Genau. Und unter dem Livestream-Fenster, da ist das Fragentool für unsere SpeakerInnen. Wenn ihr also eine Frage habt an jemanden, der hier auf dem Panel sitzt beispielsweise, oder einen Sessiongeber am Livestream, dann schreibt dort gerne eure Fragen rein. Und wenn ihr miteinander diskutieren wollt, dann nutzt gerne unseren Chat auf der rechten Seite. Es gibt noch einen weiteren Teil beim Wietzemann. Das Wietzemann ist groß. Und im zweiten Teil, im rechten Gebäudeteil, da finden nämlich die Sessions statt für alle, die ein Session-Ticket gebucht haben. Wichtig, die meisten Sessions werden aufgezeichnet. Das heißt, wer nicht aufgezeichnet werden möchte, macht bitte Kamera und Ton aus und nutzt auch nicht seinen echten Namen bei Zoom. Und wenn jemand von euch ein Fokus-Ticket gebucht hat, dann schaut gerne auch noch mal bei unserem Forschungsschiff vorbei, denn dort starten die Praxis-Workshops, um noch mal thematisch tiefer einzusteigen. Unser gesamtes Programm findet ihr dann beim Riesenrad in Anlehnung an die Cannstatter Vasen, also das jährliche Volksfest hier in Stuttgart. Und wir haben noch auf der ganz linken Seite die Stadtbibliothek, die sehr hübsche. Und dort findet ihr die Shortbites, unsere Interviewreihe des Digital Social Summit. Da gibt es also kleine Videoclips, wo einzelne Organisationen und Initiativen so erzählen, was sie machen und was ihr auch davon lernen könnt, wenn es um die Digitalisierung innerhalb der Zivilgesellschaft geht. Die Shortbites gibt es auch hier bei uns immer im Livestream-Programm, also auch da werden sie euch begegnen. Ganz in der Mitte findet ihr den Palast der Republik. Sieht gar nicht aus wie ein Palast, ist auch ein ehemaliges Klohäuschen, aber der Treffpunkt der Stadt in Stuttgart. Und dort könnt ihr euch auch zum Networking verabreden, denn dort gelangt ihr ins digitale Dorf, könnt euch dort hinsetzen, ein Bierchen oder einen Kaffee trinken, je nach Tageszeit und worauf ihr so Lust habt. Dann haben wir noch die kleine Bude, gleich neben dem Palast der Republik. Dort findet ihr alle Hilfs- und Unterstützungsangebote für die Ukraine und auch den Spendensammelfonds von Better Place. Und natürlich begleiten wir den gesamten Summit auch wieder mit einem Live-Blog. Den findet ihr beim Fernsehturm. Da könnt ihr heute eben auch schon nachlesen, was gestern alles so los war. Was ihr also im Zweifel schon verpasst habt, da schaut also auch gerne noch mal rein. Ansonsten ganz wichtig noch, links gibt es diese kleine gelbe Fahne mit dem Fahrplan drauf. Das ist eben euer persönlicher Fahrplan, also eure Programmpunkte, die ihr gebucht habt, findet ihr noch mal dort. Und wir hoffen, es gibt keine Probleme, aber für jemanden, der doch irgendwie ein technisches Problem hat oder Unterstützung braucht, oben gibt es ein kleines Fragezeichen, genau oben rechts. Dort ist also dann der Support für unser digitales Stuttgart.
Was machen wir heute? Wir haben drei Sessionreihen. Wir haben einen Talk zur Ukraine-Hilfe. Wir werden noch ein Gespräch mit Hanna Hennig haben, CIO bei Siemens, also die Frau, die sagt, wo es lang geht in Sachen strategischer und operativer Führung bei der IT, und noch mit einer kleinen Überraschung am Ende. Und damit kommen wir jetzt zum ersten Panel unseres Tages, Digitalisierung, eine Gemeinschaftsaufgabe. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt wieder einen Gast auch bei mir im Studio haben darf und gleich auch noch ein paar mehr zugeschaltet. Aber erst einmal herzlich willkommen, Frau Gonser. Schön, dass Sie bei mir sind. Frau Gonser beschäftigt sich mit Schnittstellen in der Gesellschaft, und das ist auch ihr Interessens- und Forschungsschwerpunkt. Sie ist promovierte Soziologin und hat seit April 2020 die Professur für intersektorale Studien am Center for Advanced Studies an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg inne und ist die Leiterin der Intersectoral School of Governance Baden-Württemberg, auch Partner hier beim Digital Social Summit, und verantwortet dort unter anderem das Executive Program Intersectoral Governance, in dem VertreterInnen von Staat, Zivilgesellschaft und Wirtschaft ihre Zusammenarbeit reflektieren und voneinander lernen. Also das, was wir eigentlich hier uns immer beim Summit auch wünschen. Schön, dass Sie da sind. Ansonsten sehe ich jetzt auch schon, meine anderen Gäste sind auch da. Wunderbar. Katharina Peranitsch ist wieder mit dabei, Vorständin bei der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Dr. Holger Krimmer ist auch mit dabei, Mitglied der Geschäftsleitung des Stifterverbandes und Geschäftsführer der Civitz, von Civitz im Stifterverband. Und vielleicht ein paar Worte noch dazu. Also Civitz liefert datenbasierte Orientierungs- und Trendwissen für die praktische Arbeit im Themenfeld der Zivilgesellschaft. Unter anderem auch einen Monitor zum Unternehmensengagement. Und auch noch mit dabei Malte Spitz, Politiker und Bürgerrechtler. Er hat in verschiedenen Ämtern für die Grünen gearbeitet, war unter anderem 7 Jahre hauptamtlicher Bundesvorstand, über 8 Jahre im Parteirat der Grünen und hat für die Grünen im Bereich digitale Innovation und digitale Infrastruktur die Koalitionsverhandlungen auch geführt, und er ist Mitgründer und Generalsekretär der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Also schön, dass auch ihr alle mit dabei seid. Wir wollen jetzt also über Digitalisierung als Gemeinschaftsaufgabe sprechen. Ich glaube, das wird gerade vorgestellt werden. Ich hoffe, ihr hört mich alle. Nein, wir haben dich leider jetzt überhaupt nicht hören können, die letzten 2-3 Minuten. Ah, aber Gott sei Dank macht es noch nichts, denn ich habe euch bislang nur vorgestellt. Also schön, dass ihr alle da seid. Ich sehe fröhliche Gesichter jetzt, sehr gut. Okay, super. Ihr habt, ab jetzt geht es los. Jetzt wollen wir über Digitalisierung als Gemeinschaftsaufgabe sprechen. Also Digitalisierung ist natürlich ein kontinuierlicher Veränderungsprozess, und der betrifft eben alle Sektoren. Das haben wir auch am vergangenen Tag schon angesprochen gehabt hier auf dem Summit. Also die Politik muss natürlich mit reingeholt werden, die Wirtschaft muss mit reingeholt werden, aber eben auch die Zivilgesellschaft. Und letztes Jahr haben wir beim Summit viel über die Zusammenarbeit zwischen Politik und Staat und Zivilgesellschaft gesprochen. Aber ein Jahr später, kann ich sagen, sind wir eigentlich schon einen Schritt weiter gekommen. Also jetzt wollen wir noch viel stärker mal darauf schauen, wie eine trisektorale Zusammenarbeit aussehen kann. Also wie kann eine Zusammenarbeit und Kooperation über alle drei Sektoren, Staat, Zivilgesellschaft, aber auch Wirtschaft eben funktionieren, und welche Rolle spielt hierbei die Digitalisierung? Herr Krimmer, Sie haben immer wieder Vertreterinnen in der Zivilgesellschaft zur Pandemie, während der Pandemie befragt, und bei den vergangenen 2 Summits, da haben wir ja vor allen Dingen viel über die Beschleunigung der Digitalisierung gesprochen. Also wo steht denn jetzt die Zivilgesellschaft bereits im 3. Jahr, muss man ja sagen, der Pandemie? Ja, ich kann mich da ein bisschen anschließen. Wir haben ja gestern schon auf dem Summit einiges diskutiert. Katharina hat dazu gestern auch schon eine Einschätzung zu Beginn gegeben. Wir haben eine nachholende, beschleunigte Entwicklung. Wir hatten lange Zeit, ich bringe das so verkürzen, ein bisschen auf ein Wort, sektorales Prokrastinieren bis vor 2-3 Jahren. Man hat richtig gesehen, wie sich viele in der Zivilgesellschaft schwer getan haben, weil die Vereine die eigenen Ressourcen nicht haben. Da gibt es ja keine IT-Abteilung, wenn sie einen Verein haben mit jährlich 10.000 Euro Jahres im Budget, was ungefähr 60% der Vereine in Deutschland ausmachen. Das heißt, lange Zeit gab es einen Stopp, dann gab es den unbedingten Drang, das muss man jetzt tun. Es ist das einzige Instrument, was Handlungsfähigkeit in der pandemischen Situation in irgendeiner Form erhält.
Aber natürlich führt das auch zu einer bestimmten Form von Digitalisierung in den Vereinen selbst. Es geht um Sicherstellung von Handlungsfähigkeit. Da unterlagen keine Organisationsstrategien, da keine Nachhaltigkeitskonzepte, keine systematische Auswahl, mit welchen Instrumenten man eigentlich arbeitet. Noch die Frage, was sind eigentlich soziale und kulturelle und Governance-Folgewirkungen in den Organisationen? Und ich glaube, das beschreibt den Zustand, wo wir momentan stehen. Wir haben sehr viele Ad-hoc-Instrumente, Ad-hoc-Lösungen Einzug halten sehen in die unterschiedlichen Vereinskonstellationen. Das muss aber auf jeden Fall strategisch konfundiert werden und stellenweise auch nachgeholt werden. Was aber ebenfalls bedeutet, genauso wenig wie es früher aus sich heraus ging, wird das aus sich heraus gelingen. Das heißt, es braucht gute Rahmenbedingungen in den nächsten Jahren, um Zivilgesellschaft hier auch nachhaltig zu begleiten. Frau Peranitsch, also in den vergangenen 2 Jahren, da haben wir ja sehr viel mehr noch über grundsätzliche Probleme sprechen müssen. Das ist zum Teil auch noch Thema, aber eben auch nicht mehr nur Thema. Was sind denn heute die Bedarfe und welche Formen der Unterstützung brauchen eben jetzt die gemeinnützigen Organisationen aktuell und wie unterstützt da jetzt die SEE? Ja, da würde ich gerne an Holger Krimmer anschließen. Es gibt ja nicht so die eine Zivilgesellschaft. Also wir haben da 600.000 Vereine, diese 20.000 Stiftungen. Ganz, ganz viele sind ehrenamtlich getragen. Andere wiederum haben hauptamtliches Personal. Einige kümmern sich um eine junge Zielgruppe und haben junge Engagierte. Andere haben dann eben irgendwie die Zielgruppe ältere Menschen in ländlichen, dörflichen Räumen. Und das macht es schwierig, jetzt die eine Lösung, die eine Unterstützungsmaßnahme zu identifizieren. Wir als Stiftung haben uns entschieden, da unterschiedliche Dinge anzubieten. Also was aus unserer Sicht sehr wichtig ist nach wie vor, und da schließe ich, glaube ich, ganz gut an Holger Krimmer an, ist nach wie vor niederschwellige Angebote anzubieten. Also für diejenigen, die jetzt auch in der Corona-Pandemie nicht so turbo digitalisieren konnten aus Gründen. Für diejenigen braucht es eben auch die Angebote, die sie gut annehmen können. Und auf der anderen Seite müssen wir diejenigen in den Organisationen stärken, die sogenannte Digitalbotschafter sind, also möchte ich sie mal nennen, die Digitalisierung nicht nur während der Pandemiezeit vorangetrieben haben, sondern schon auch vorher damit dabei waren. Und wir als Stiftung, ich hatte es gestern schon mal gesagt, wir haben ja in unserem gesetzlichen Auftrag die Unterstützung bei der Organisationsentwicklung, insbesondere der Digitalisierung von bürgerschaftlichem Engagement und Ehrenamt mit ins Hausaufgabenbuch geschrieben bekommen. Und deswegen haben wir auch sehr viele Programme, die darauf abzielen. Also zum einen niederschwellige Förderung in einem Mikroförderprogramm. Hier möchte ich ein ganz, ganz schönes Beispiel nennen. Da gab es einen Sportverein im ländlichen Raum, die hatten Schwierigkeiten, ehrenamtliche Trainerinnen und Trainer zu finden, Fußball. Und die haben bei uns diese 2.500 Euro beantragt, haben eine kleine Website aufgebaut, die kommunikativ wirklich nur darauf abzielte, ehrenamtliche Trainerinnen und Trainer zu finden. Und siehe da, nach einem halben Jahr gab es 16 davon. Ich finde, sowas zeigt, dass kleine Unterstützung, kreative Energie aus der Zivilgesellschaft viel bewirken kann. Und auf der anderen Seite unterstützen wir total stark im Bereich Open Source. Wir würden uns wünschen, das noch stärker tun zu können. Wir unterstützen aber auch mit unserem Programm 100 Mal Digital, wo 100 Organisationen ihre persönliche Herausforderung angehen können und eine Lösung entwickeln können. Auch das ist etwas, was wir tun und hören vor allem ganz genau zu und entwickeln da die Programme ständig und permanent weiter. Also es ist ein sehr schönes Beispiel natürlich dafür, was man eben auch bewirken kann, dann schon so mit zum Teil auch kleinen Beträgen, um dann eben auch Digitalisierung voranzubetreiben. Trotzdem muss man ja sagen, Digitalisierung als solches erstmal ist ja nicht einfach nur ein Projekt, sondern es geht darum, eigentlich eine ganz neue Kultur auch zu etablieren. Frau Gonser, was glauben Sie denn? Wo stehen wir da gesamtgesellschaftlich? Ich würde sagen, im Prinzip haben meine Vorredner da schon sozusagen in die Richtung sich auch geäußert. Wir haben natürlich, das wissen wir alle, einen riesengroßen Sprung gemacht in den vergangenen Jahren. Wir hätten alle, so wie wir jetzt hier sitzen, vor 2 Jahren nicht geglaubt, dass wir digital schon so fit sein werden, sowohl als Individuen als auch als Organisation, wie wir das jetzt sind. Und trotzdem denke ich, dass sozusagen die Unterfütterung nochmal, die strategische, die Herr Grimmer ja schon erwähnt hatte, auch die institutionelle Unterfütterung, was heißt das eigentlich ganz konkret, zum Beispiel in Budgetfragen, wenn man sich jetzt ganz anders ausrichten muss, weil man immer auf beiden Schienen denken muss und planen muss und Angebote machen muss,
aber auch über, was heißt es für Mitarbeiterstrukturen, was heißt es für Arbeitsalltag etc. Da muss natürlich auch die Zivilgesellschaft und da müssen auch muss da auch nacharbeiten, insbesondere nochmal, gerade weil sehr viel eben auch aus dem Ehrenamt immer gespeist ist und da natürlich sozusagen die strukturelle Umorientierung vielleicht nochmal eine besondere Herausforderung darstellt. Das denke ich, das sind so die Punkte, die mir da ganz zentral erscheinen. Herr Spitz, was ist denn aus Sicht der Politik nötig, um also diesen Digitalisierungsprozess oder den Digitalisierungsschub, den wir sogar hatten durch der Pandemie, jetzt auch in der Zivilgesellschaft nachhaltig zu unterstützen, dass wir also nicht da stehen bleiben bei dem, was wir erreicht haben, sondern dass wir eben auch weitermachen natürlich und ja auch noch mehr erreichen in puncto Digitalisierung? Ich glaube, dass es da unterschiedliche Hebel für braucht. Ich glaube, ein Hebel ist tatsächlich finanzielle Unterstützung quasi weiterhin, dass es da einfach einen Ausbau quasi von Unterstützungsmaßnahmen gibt. Und ich glaube, dass man da zweigleisig fahren sollte. Einerseits wirklich große infrastrukturelle Anliegen zu unterstützen, die einfach allen im Zweifel allen zivilgesellschaftlichen Institutionen zugutekommt. Da ist, glaube ich, Open Source-Angebote zu stärken, ein spannendes, sage ich jetzt mal, Instrument, weil es im Zweifel einfach und dann ja auch häufig kostenfrei einsetzbar ist und da, glaube ich, einfach helfen kann. Also wirklich Abläufe im Verein zum Beispiel, aber auch quasi nach außen hin zu unterstützen, aber halt natürlich auch dann so Spezialanwendungen, würde ich es jetzt mal nennen, beziehungsweise spezielle Angebote zu unterstützen, die dann wirklich auch zielgenau helfen können, wie eben das Beispiel gerade im Sportverein. Zweiter Punkt ist, glaube ich, dass wir gucken müssen, wo es noch zusätzliche rechtliche Unterstützung geben kann. Wir hatten jetzt etliche Ausnahmen jetzt quasi für die letzten zweieinhalb Jahre, aber das war alles eher so mit der heißen Nadel gestrickt. Ich glaube, es wäre Zeit jetzt in 2022, 2023, sich das nochmal strukturell anzuschauen. Wie kann ehrenamtliche Arbeit zum Beispiel digital rechtssicher stattfinden? Und da, glaube ich, gibt es einen zweiten Hebel, den man unterstützen kann. Und das dritte ist natürlich, und da steht ja auch einiges zum Beispiel drin im Koalitionsvertrag, dass man zivilgesellschaftliche Akteure stärker auch bei der Ausgestaltung der Digitalisierung als eigenständigen Akteur einbindet und ihn damit auch nochmal auf eine ganz andere Ebene hebt. Ich glaube, da hätte man drei Hebel, die man in unterschiedlicher Intensität relativ zeitnah starten sollte. Also nun gab es ja neben der staatlichen Unterstützung natürlich auch in anderen Krisen, aber auch während der Pandemie eben Unterstützung auch von Unternehmen. Also auch die sind in die Bresche gesprungen. Herr Krimmer, welche Rolle hat denn Ihr Engagement gespielt? Genau, also das Engagement der Unternehmen. Ihr klein geschrieben, nicht groß geschrieben in dem Satz. So verstehe ich es jetzt gerade zumindest. Ein großes. Aber ich glaube, wir machen gerade einen wichtigen Perspektivenschwenk, den wir ganz kurz reflektieren, nachhalten müssen. Und zwei Dinge auseinanderzuhalten. Wir sprachen gerade so ein bisschen von der digitalen Transformation in der Zivilgesellschaft und dem digitalen Wandel und dem Empowerment, Capacity Building von Vereinen. Und so wie wir jetzt gerade rumfragen, geht es ja nicht nur darum, was können Unternehmen für Vereine und Zivilgesellschaft tun, sondern für Gesellschaft insgesamt. Und ich glaube, da müssen wir mindestens zwei Ebenen unterscheiden. Auf der einen Seite, glaube ich, tun Unternehmen unglaublich viel. Auch aus Wohlverstand im eigenen Interesse. Ich glaube, es ist im Januar gewesen, als die Bitkom kommuniziert hat, dass schon im Januar 96.000 Stellen der IT-Branche unbesetzt geblieben sind, weil wir einen Fachkräftemangel in Deutschland haben. Es wird über qualifizierte Zuwanderung gesprochen, vieles anderes. Und Unternehmen tun da mittlerweile sehr viel. Ich kenne kein großes Unternehmen, kein großes Digitalunternehmen, was nicht irgendeiner, und das sind stellenweise wirklich große und hochpotente Initiativen,
was nicht irgendeine Initiative hat, um zu versuchen, Qualifizierung anzuregen, neue Schnittstellen mit Schulen zu schaffen, die digitale Ausbildungsmöglichkeiten in Bildungsinstitutionen zu stärken. So, das ist der eine Punkt. Und dann sind wir in so einer Collective Impact Diskussion drin. Wie kann da Zivilgesellschaft unterstützen? Was ist die Rolle von Unternehmen und so weiter? Und ich glaube, wir müssen aber dennoch davon auch trennen, eine andere Diskussion. Digitaler Wandel ist ja jetzt nicht irgendwas, was wir steuern können. Collective Impact tut immer so, als ob es da ein Ziel gibt, dann hat man sich gemeinsam darauf verständigt und jetzt legt jeder so ein paar Stakes da rein und dann wird das schon irgendwie gemeinsam. So ist es ja nicht. Das ist ja ein offener und emergenter Prozess und er braucht Aushandlungsarenen und die müssen politisch strukturiert sein, die müssen rechtliche Rahmenbedingungen haben. Und so eine Arena braucht dann auch einen Rahmen, wo Unternehmen mitdiskutieren können, Zivilgesellschaft und Politik. Und ich glaube, da gibt es momentan noch einen Mangel. Und das ist auch eine Sphäre, wo die jeweiligen Interessenskonstellationen sowohl von Unternehmen, aber auch von Zivilgesellschaften und anderen Akteuren gut und auch kritisch reflektiert werden müssen und wo man ganz anderen Sprecher hat als auf dieser erstgenannten, dieser Collective Impact-Ebene. Frau Peranitsch, wir erleben ja auch im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise gerade großes Engagement, also eine weitere Krise. Kann die Zivilgesellschaft jetzt von den Strukturen, die geschaffen worden sind durch andere Krisen, wie die Pandemie beispielsweise oder auch im Rahmen der Flutkatastrophe, jetzt profitieren, um eben besser, schrägstrich, schneller reagieren zu können? Also ich denke, dass die vergangenen Krisen da tatsächlich eine veränderte Haltung und auch eine veränderte Art und Weise des Arbeitens, des sich Engagierens hervorgebracht hat. Denken wir nur daran, also was das Thema Ausstattung von gemeinnützigen Organisationen ausgeht, aber auch irgendwie so die Rollenverantwortung in der Organisation selbst, also im digitalen Raum. Das hat sich total stark verändert in den letzten 2,5 Jahren aus meiner Perspektive. Es sind neue Kompetenzen hinzugekommen. Wir hatten gestern eine Session auf dem Summit, da ging es um Online-Moderation. Da wurden so wahnsinnig, wahnsinnig tolle Tools und Methoden vorgestellt und gesehen da einfach eine qualitativ hochwertige Steigerung, auch was das ganze Thema Social Media Management und Kommunikation angeht. Und natürlich auch so, dass veränderte Arbeiten, also Remote-Arbeiten ist total normal. Es ist normal, agiler zu denken. In Krisen weiß man nie so ganz genau, was denn jetzt als nächstes zu tun ist, da eine Offenheit mitzubringen. Und ich glaube, das nutzt in einer Krise, wie es dieser fürchterliche Angriffskrieg auf die Ukraine ist, den Menschen auch zu zeigen oder den Menschen den Mut zu geben, jetzt aktiv zu werden. Und das sieht man schon auf vielen Ebenen. Ich meine, wir sind jetzt, ich weiß nicht bei welchem Tag, aber es ist ein wenig über einen Monat her, dass dieser Krieg begonnen hat. Und in der Zivilgesellschaft ist wahnsinnig viel los. Und wahnsinnig viel eben auch durch diesen Digitalisierungsschub der letzten Jahre. Also es ist ganz, ganz einfach, sich mit unterschiedlichsten Leuten digital zu vernetzen, eine Arbeitsumgebung zu schaffen und auch zu koordinieren. Also dass es da noch Räume und ganz, ganz viele Akteure braucht, da stimme ich dem Holger definitiv zu. Aber ich würde dennoch sagen, wir sehen, dass viel aus der Pandemie gelernt wurde und dass im Bereich Digitalisierung da einfach so super viel möglich ist und wir gar nicht mehr an dem Punkt sind, wie organisieren wir uns denn jetzt, sondern da wird dann eben der Slack-Channel oder ein Mattermost aufgesetzt und dann gibt es eben 3 Videocalls die Woche, wo dann 100 Leute zusammenkommen, um ihre Bedarfe und ihre Ressourcen zu teilen. Das ist sehr schnell jetzt möglich. Das ist der große, große Unterschied meiner Meinung nach zum Jahr 2020, als der erste Lockdown begann. Frau Gonser, um große gesellschaftliche Probleme, und da zähle ich jetzt mal die Digitalisierung als solches auch dazu, aber natürlich auch die Krisen, die wir ja gerade angesprochen haben, wenn man das also alles lösen will, dann braucht man eine breite Zusammenarbeit über eben die verschiedenen Sektoren hinweg. Was ist denn jetzt der Unterschied ganz genau zwischen einer, ich sage jetzt mal, reinen Kooperation und Collective Impact? Also ich würde sagen, Kooperation ist eher der Überbegriff und Collective Impact ist eher wirkungsorientiert. Oder nicht eher, Collective Impact ist, orientiert sich an der Wirkung, die erreicht werden soll. Kooperationen können Sie auch punktuell zwischen den Sektoren sehen, zum Beispiel für eine Veranstaltung, für die Ausgestaltung einer ganz bestimmten Fragestellung. Sie können es aber auch langfristig und tiefgehend und in den Strukturen verankert sehen. Collective Impact kommt sozusagen von der erwünschten Wirkung her und dekliniert dann durch, wie müssen wir gemeinsam über die Sektoren hinweg agieren,
um diese Wirkung zu erreichen. Und es stimmt natürlich, da ist ein sehr viel strategischeres Verständnis dahinter. Allerdings ist es eine besondere Form der Strategie. Ich gehe nicht vom Ziel her und sage, wie breche ich jetzt die einzelnen Schritte runter, damit ich dieses Ziel erreiche, sondern es geht eher davon aus, wir haben eine bestimmte Fragestellung, eine gesellschaftliche, die wollen wir gestalten. Und den Prozess gestalten wir nach bestimmten Prinzipien, also Designprinzipien, meinetwegen partizipativ, kooperativ etc. Und dann gucken wir aber mal, welche Lösungen sich entwickeln, also in diesem Sinne Emergenz. Und in diesem Collective Impact Begriff sind noch so ein paar Aspekte, die da mitschwingen sozusagen. Das ist das Strategische, das ist der partizipative Ansatz, immer auch die potenziellen Nutzer mit einzubeziehen. Das ist ein integrierter Ansatz, also die Annahme, die dahinter steckt, kein Sektor kann große Problemstellungen wie die Digitalisierung alleine lösen, sondern wir müssen sozusagen die Stärken zusammenbringen und die Schwächen der Sektoren ausgleichen. Und es ist üblicherweise auch immer ein datenbasierter Ansatz. Also ich schaue mir erstmal an, wie ist eigentlich der Ist-Zustand, bevor ich agiere, um zu sehen, wo ist Entwicklungsbedarf. Welche Rahmenbedingungen braucht man denn, damit diese Art der Zusammenarbeit auch gelingt, also von der Wirkung ausgehend und dann sozusagen etwas zu gestalten? Also ich denke, bei so emergenten Prozessen, wo es auch nicht, jetzt um es ein bisschen holzschnittartig zu sagen, es gibt nicht die eine Hierarchie, die durchregieren kann, weil aus den Sektoren ja unterschiedliche Steuerungslogiken zusammenkommen. Und in solchen Prozessen spielt Vertrauen tatsächlich eine ganz andere Rolle. Also die Frage, wie weit kennen wir uns schon, wie weit müssen wir auch Vertrauen vielleicht erst aufbauen, um gemeinsame Lösungsansätze zu entwickeln, und wie baut man eigentlich Vertrauen auf, ist die wichtige Frage. Durch eine Politik der kleinen Schritte, durch ein Commitment, durch ein Bewusstsein, wir können gar nicht, wir sind voneinander abhängig, ja, wir können diese Fragestellung nicht ohne die anderen lösen. Durch das Bewusstsein, dass wir auf ein Gemeinwohl hinarbeiten, aber trotzdem jeder auch immer den individuellen Nutzen sozusagen sehen können muss. Es kann nicht sein, dass einer die Rechnung zahlt und die anderen den Nutzen für sich auch individuell rausziehen. Das sind sozusagen die Fragen, und die sind natürlich im digitalen Raum, das haben wir jetzt erlebt, vielleicht noch mal einen Tick schwieriger. Wie stelle ich eigentlich da, wenn ich nicht schon ganz viel in einem gemeinsamen Raum in Präsenz gesessen bin, so Vertrauensfragen her? Und das sind aber natürlich auch sozusagen Ansätze, die im Prozess wichtig sind. Die Frage, habe ich eine ganz klare Prozessvorstellungen, habe ich Regeln, wie werden Entscheidungen getroffen, ist ein ganz zentraler Punkt. Habe ich ein Forum, in dem Entscheidungen getroffen werden, oder habe ich viele? Was macht das mit meinem Prozess? Habe ich eine Moderation, die sozusagen alle mit an den Tisch bringen will und alle dazu bringen will, ihr Bestes zu geben, also eine empowernde Moderation? Und berücksichtige ich in einem ausreichenden Maße auch Asymmetrien? Also wer kann eigentlich gerade im digitalen Raum teilnehmen, vielleicht auch aus ganz banalen technischen Gründen, und wer kann das nicht? Und welche Vorgeschichte habe ich auch. Wichtiges Thema. Herr Spitz, ich würde gerne noch mal die politische Ebene dort mit einziehen. Also welche politischen Rahmenbedingungen gibt es denn schon, damit also eine solche Zusammenarbeit auch gelingen kann? Also was ist sozusagen auf politischer Ebene schon dafür angedacht? Und wie kann also dieses Zusammenspiel über alle Sektoren hinweg noch stärker ausgestaltet werden, wenn es ums Thema Digitalisierung geht? Ich glaube, dass es da vor allem um eine Haltung geht, also eine Haltung auch von politischen Entscheidungsträgerinnen, aber auch eine Haltung aus dann den untergeordneten Institutionen, die daran mitwirken, dass man zivilgesellschaftliche Akteure gleichberechtigt einbindet und dass man auch akzeptiert, dass es da vielleicht kritische Anmerkungen gibt, dass es vielleicht auch Ansprüche gibt quasi, also dass es nicht nur so hübsch ist, dass sie da ist, sondern dass man sie quasi auch als gleichwertigen Akteur mit einbezieht, so wie man andere Akteure auch einbezieht, sei es Unternehmen in den Austausch, sei es zum Beispiel auch wissenschaftliche Stimmen. Und das ist tatsächlich was, das ist keine spezifische Schwierigkeit, würde ich sagen, im Bereich Digitalisierung, das haben wir an etlichen Stellen. Man kann sich ja anschauen, bei der Corona-Pandemie waren zivilgesellschaftliche Akteure auch nicht eng eingebunden. Also in dem Corona-Pandemie-Expertinnen
Grad waren zum Beispiel keine richtigen zivilgesellschaftlichen Akteure vertreten. Und wie gesagt, gerade auch bei den Digitalisierungsaspekten, die jetzt gerade so aufgekommen sind in den letzten Jahren, auch bei der Umsetzung, war das eher selten. Und da habe ich die Hoffnung oder auch den Anspruch an die neue Koalition, dass es da einfach auch in der Haltung und dann aber auch im Handeln ein Umdenken gibt, was man dann halt auch tagtäglich spürt. Ich glaube, dass das im Koalitionsvertrag angelegt ist, weil er da tatsächlich, glaube ich, eine andere Sprache auch spricht und halt auch wirklich diese Augenhöhe herstellen will. Aber wie gesagt, ein Koalitionsvertrag ist das eine, das alltägliche Handeln ist halt das andere. Und da muss man jetzt, glaube ich, einfach schauen, dass das, wie gesagt, auf den unterschiedlichen Ebenen, wo dann die politische Entscheidung und Umsetzung stattfindet. Das eine, wie gesagt, ist der direkte Austausch mit der politischen Ebene, aber das andere ist dann halt auch die spätere Umsetzung dann mit den entsprechenden staatlichen Institutionen, dass das dann halt dort auch ankommt und umgesetzt wird. Das ist nicht was, was man mal eben von heute auf morgen hinbekommt, sondern das wird im Zweifel 2 Jahre, 3 Jahre im Zweifel Zeit brauchen, aber ich habe die Hoffnung, dass dieses Versprechen aus dem Koalitionsvertrag angegangen wird und dann wir vielleicht beim Digital Social Summit 2024/2025 uns da schon mit den ersten über die ersten positiveren Auswirkungen unterhalten könnten. Das wäre schön. Mal schauen, was wir dann also in 2, 3 Jahren hier besprechen auf dem Digital Social Summit. Frau Peranisch, was würden Sie denn sagen? Also wie könnte sich Zivilgesellschaft aber auch selber noch viel stärker positionieren und was könnte Zivilgesellschaft selber dafür tun, um eben in der Politik, in der Digitalpolitik auch noch mehr Gehör zu finden? Die Zivilgesellschaft macht da schon ganz schön viel und ist laut und ist sehr, sehr gut darin, Forderungen zu formulieren. Aber schön wäre es, wenn man da wirklich auf Augenhöhe an einem Tisch sitzen würde. Wir hatten gestern hier ein Panel, mein Kollege Jan Holze, auch von der DSE, hat eine Session zum Thema virtuelle Mitgliederversammlung veranstaltet mit diversen MdBs. Da war unter anderem auch die Sonja Eichwede, rechtspolitische Sprecherin der SPD. Und sie sagte, je öfter und je lauter konkrete Bedarfe der Zivilgesellschaft artikuliert werden, desto eher wird der Gesetzgeber auch handeln. Da ging es ganz konkret darum, dass virtuelle Mitgliederversammlungen noch erlaubt sind bis August, aber ganz, ganz vielen Abgeordneten gar nicht bewusst ist, dass es diese Problematiken gibt. Und ich finde, das ist eine Aufgabe von zivilgesellschaftlichen Akteuren, darauf hinzuweisen. Hier unterstützen wir als DSE auch total gerne so als Scharnier zwischen Zivilgesellschaft und Staat. Und ich denke auch der Summit, da würde ich Malte Spitz auch recht geben, ist dafür auch ein super Forum, weil wir hier einfach sehr unterschiedliche Akteure und Akteurinnen haben. Und ich würde mir wünschen, für das nächste Jahr auch hier noch trisektoraler, fürchterliches Wort, aufgestellt zu sein. Also, dass wir wirklich mehr Menschen aus der Wirtschaft haben. Hanna Henning ist heute, glaube ich, noch zu Gast, aber auch aus der Politik mehr Menschen mit dabei haben, die dann in Dialog kommen, wo wir das dann auch einfach öffentlich aushandeln können. Und ja, das wär erstmal so meine Ideen dazu. Also nutzt auch gerne die DSE dafür. Wir sind einfach näher dran als beispielsweise jemand in einem Ministerium oder teilweise auch Abgeordnete. Dann holen wir doch jetzt noch einmal die Unternehmensperspektive mit rein. Herr Krimmer, also Unternehmen engagieren sich vor allen Dingen in der Forschung. Und da stellt sich natürlich auf der einen Seite immer die Frage, also nutzt das wirklich der Allgemeinheit oder geht es hier um wirtschaftliche Interessen? Aber mit Blick auf die Digitalisierung, kann das nicht auch beides Hand in Hand gehen? Doch, unbedingt. Wobei ich dem vielleicht gar nicht so sehr zustimmen würde, dass sich Unternehmen vor allem in der Forschung engagieren. Forschung ist ganz klar interessensgeleitet in der anwendungsorientierten Forschung von Unternehmen. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist auch legitim. Also es wird recht häufig, sobald irgendwo Interessen oder Kommunikationsanliegen oder sonst was von Unternehmen ins Spiel kommen, so getan, als ob das illegitim wäre. Es gibt immer Interessen, auch auf Seiten der Zivilgesellschaft und nicht immer nur hehre Ideale. Insofern, da würde ich ganz gerne so versuchen, nochmal eine Lanze dafür zu brechen, auch so diesen Generalverdacht, der recht häufig gegenüber gesellschaftlichem Engagement von Unternehmen vorgebracht wird, ein bisschen beiseite zu schieben. Da ist unglaublich viel Potenzial.
Katharina Peranitsch hat es gerade gesagt, Siemens stellt später was vor, wir arbeiten viel mit JP Morgan, mit Amazon, anderen zu tun. Das sind so großartige und stark ausgeprägte Initiativen, aber nicht nur auf der Ebene der Unternehmen selber, auch der Mitarbeitenden. Die WHU hat mit zwei Partnern vor einiger Zeit eine große Befragung unter IT-Professionals auf den Weg gebracht. Man hat klar gesehen, 80 bis 90% von denen sagen, ich würde mich unglaublich gerne engagieren mit den Kompetenzen, die ich habe. Das scheitert manchmal aber auch an bestimmten Rahmenbedingungen. Und da muss man eben gut gucken, wie man die ins Werk setzt. Ich finde nur einen ganz kurzen Punkt zum eben gesagten ergänzenden Zusagen. So ein Summit ist ja auch ein Raum, wo wir eine Form von zivilgesellschaftlicher Selbstverständigung haben. Und es stimmt, die Zivilgesellschaft ist laut und kommuniziert viel. Manchmal kommt es nicht gut an. Ich glaube, da ist auch eine Lektion für die Zivilgesellschaft selber drin. Weil Zivilgesellschaft ist nicht wirklich stark darin, eine gemeinsame Handlungsfähigkeit, eine gemeinsame Sprechfähigkeit gegenüber der Politik zu organisieren. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass es die DSE jetzt gerade gibt als eine Bundesinstitution, aber es ist auch wichtig, dass die Zivilgesellschaft lernt, auf einer Bundesebene, im Bündnis für Gemeinnützigkeit, im Bundesnetzwerk bürgerschaftliches Engagement, als in den eigenen Vertretungsstrukturen handlungsfähig zu werden. Und da gibt es noch so viel Kleinstaaterei, Pfründe und Kurfürstentümer, die verteidigt werden, dass einem manchmal graue Haare wachsen können. Und ich glaube, da müssen wir selber als Zivilgesellschaft noch sehr viel lernen. Damit gehen wir auch in eine kleine Schlussrunde. Und ich würde Sie alle bitten, das in knapp zwei Sätzen, große Herausforderung, zu beantworten. Und zwar mit Blick auf die Digitalisierung. Was muss getan werden, um die Zusammenarbeit von Staat, Zivilgesellschaft und Wirtschaft noch weiter auszubauen, gerade auch im Sinne eines Collective Impact, also wir wollen ja auch eine Wirkung erzielen. Und ich würde mal mit Frau Gonser beginnen. Ich glaube, die große Herausforderung, die jetzt bevorsteht, und das merken wir auch schon, wenn wir sozusagen so langsam uns Stück für Stück wieder in die, was wir denken, die alte Arbeitswelt ist, zurücktasten, wird die Hybridität sein. Also nicht, wir denken ja immer noch sehr stark in zwei Räumen. Das eine ist der analoge Raum, in dem wir gewohnt sind, uns zu bewegen. Und das andere ist der digitale Raum, der hat eine stark technische Seite, der hat eine methodische Seite. Aber was wir noch nicht bedenken, ist die kulturelle Seite. Wie sehr haben wir uns durch die Erfahrung der letzten zwei Jahre verändert? Und wir werden in eine hybride Auseinandersetzung, Aushandlung, Kooperation, Kommunikation einsteigen. Und die Frage, wie denkt man diese Hybridität, nicht nur technisch und methodisch, sondern wie denkt man sie eben auch sozusagen ganzheitlich? Und welche Aspekte, wo gibt es empowernde Aspekte dieser Hybridität, aber wo gibt es auch exklusive Aspekte dieser Hybridität? Ich glaube, das wird die große Herausforderung sein, der wir uns jetzt widmen müssen. Wunderbar. Herr Spitz. Ich glaube, es gibt zwei Aufgaben, die tatsächlich kurzfristig gesagt anstehen. Das eine hatten wir eben schon, das ist mit dem Augenhöhe herstellen quasi überschrieben. Und das andere ist tatsächlich auch die finanziellen Möglichkeiten herstellen oder zur Unterstützung bereitstellen. Weil ich glaube, da kann man zum Teil wirklich mit insgesamt eher kleinen Summen wirklich einen sehr großen Impact haben. Und das sollte man ausnutzen quasi, um damit insgesamt quasi auszustrahlen. Das wäre so das, wo ich zeitnah drauf schauen würde. Herr Krimmer. Ja, auch wenn das nicht von allen darunter geteilt wird, ich bleibe bei meinen zwei Ebenen. Collective Impact, okay, das ist das eine. Und ich habe vorhin schon gesagt, geschieht viel von Unternehmen, Bildungsinitiativen, Kooperation mit Zivilgesellschaft, wichtig. Aber wenn es darum geht, wie wir gemeinsam digitalen Wandel in der Gesellschaft voranbringen, dann ist der Impact von Unternehmen und von der Wirtschaft über die Produkte, die Forschung und so weiter, die nicht philanthropisch, sondern wirtschaftlich orientiert sind, stärker. Und das einzubinden in gemeinsame Arenen ist eine politisch, eine demokratisch zu legitimierende Aufgabe. Deswegen, das muss politisch moderiert sein, da muss Politik auch noch viel lernen. Herr Spitz hat es vorhin gesagt, nirgendwo ist Zivilgesellschaft richtig in der Pandemie eingebunden gewesen, entsprechende Konsultationsthemen. Da muss ganz viel geschehen, Unternehmen richtig einzubinden und Zivilgesellschaft. Frau Peranitsch. Ich glaube, es ist
wichtig, dass wir einander zuhören mit offenen Ohren und offenem Herzen. Ich glaube auch, dass die Zeit des Gegeneinanders vorbei ist. Zivilgesellschaft gegen Staat, Wirtschaft gegen Zivilgesellschaft. Wir sehen das jetzt schon an tollen Organisationen oder Bündnissen, besser gesagt, wie Alliance for Ukraine, die wirklich innerhalb kürzester Zeit entstanden ist, mit staatlichen Akteuren, mit Unternehmen, mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, die anhand von Handlungsfeldern wirklich sehr, sehr schnell Hilfe anbieten in der aktuellen Situation und wirklich tolle Sachen aus der Zivilgesellschaft heraus, aber wie gesagt, in Kooperation mit Wirtschaft und auch staatlichen Akteuren agieren. Dazu wird es ja heute auch auf dem Summit nochmal mehr Informationen zu geben. Und das sollte eigentlich der Weg sein, den wir gehen. Und noch ein zweiter Punkt, eine nationale Engagementstrategie ist geplant. Hier bin ich mal gespannt, ob es uns gelingt, da wirklich auch trisektoral an das Thema nationale Engagementstrategie heranzugehen. Das ist etwas, wo ich dann auch noch mal gern dazu aufrufen will, dass wir das in dem Sinne dann auch gemeinsam gestalten können. Dann bedanke ich mich bei Ihnen allen, bei euch allen für dieses wunderbare Gespräch, für die wunderbaren Einblicke.